Wer mein Video Ende der Täuschung gesehen hat, der weiß, dass wir von einer okkult-satanischen Elite verwaltet werden. Sie haben es geschafft, den Menschen ein verkehrtes Weltbild in die Köpfe zu pflanzen. Wir haben dich von deinem Ursprung getrennt, um ihren eigenen egoistischen Interessen nachzugehen. Sie haben ein Geldsystem installiert, wo der eine gegen den anderen kämpfen muss, um zu überleben. Sie haben den einen gegen den anderen ausgespielt. Wer Geld hat, hat die Macht. Gib mir die Macht über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Das gilt, weil die Menschen für Geld bereit sind, alles zu tun. Sie lassen sich korrumpieren, prostituieren, sie begehen sogar Morde. Und alles nur wegen Geld. Nun zeige ich dir, was das Geld tatsächlich ist. Was hinter dem Geld steckt. Du bist der Wert des Geldes. Für jeden Menschen, der registriert wurde, ohne es zu wissen, wurde eine juristische Fiktion erschaffen. Eine Person. Die Struktur im Hintergrund hat es geschafft, dass der Mensch sich mit der Person identifiziert. Mit einer Fiktion. Der Mensch ist aber nicht diese Person. Der Mensch kann eine Person haben, aber er ist es niemals selber. Und mit Hilfe dieser Personen wird jetzt Geld geschöpft, aus dem Nichts. Für jede dieser Personen wird dann an der Bank für internationalen Zahlungsausgleich ein Konto geführt. Der Standesbeamte gründet eine Firma. Der nimmt den Menschen Arne und hängt jetzt hinten dran noch etwas. Und somit hat er eine Stiftung gegründet. Und jetzt sage ich Ihnen, wie das Ganze läuft. Alle Vereine arbeiten aus einem Konkursmodell heraus. Die haben nichts. Und das ist 1933 entstanden, dieses Modell. Erst in den USA und dann bei uns. 1934 ist das umgesetzt worden. Das heißt House John Resolution von 1933. Und wie ist das gelaufen? Alle Vereine, alle Regierungen sind pleite, haben keine Substanz. Das wissen wir ja. Das Geld war ja schon da, das sind ja nur Banknoten, das sind ja nur Scheine. Dollar ist eine Banknote, das ist was anderes. Und jetzt hat, und das wissen wir in Deutschland, warum haben auf einmal die Verantwortlichen im Deutschen Reich so viel Geld gehabt? Ja, sie haben das geliehen bekommen von den Banken. Die Banken gehören wieder zum angelsächsischen Bereich. Die haben sehr viel Geld damit verdient. Und dann hat man die ganzen Geburtsurkunden zur Sammelschuldverschreibung zusammengefasst und hat das als Sicherheit hingegeben. Dafür hat man Kredit bekommen. Kredit. Und dann hat man die Arbeitsleistung genommen und hat damit gebürgt. Somit haben sie Geld bekommen. Das sind nur Buchungssätze. Da komme ich später nochmal drauf. Sie haben ja mal den Professor Franz Hörmann hier gehabt, der hat ihm das sehr, sehr schön erklärt. Und ich komme da jetzt dann auch später nochmal drauf. Also, wir packen die Geburtsurkunden zusammen und geben die den Banken als Sicherheit. Dafür bekommt der, in Anführungsstrichen, Staat Geld geliehen. Man spricht von 19 Millionen pro Person. Pro Person. Und jetzt ist aber eine Krux dabei. Denn man sagt, diese 19 Millionen kommen in eine Stiftung rein und sollen eigentlich den Menschen ernähren. Das steht dann in der House Joint Resolution, dass nämlich alle Schulden und Verbindlichkeiten von dem Staat, von dem Menschen übernommen werden, im Gegenzug dafür, dass diese Person verpfändet wurde. Aber das geschieht nicht. Das ist der Betrug an dem Ganzen. Die Ermittlung dieses Bankkontos zeige ich dir jetzt. Die funktioniert über die Sozialversicherungsnummer. Selbstverständlich ist das, was ich jetzt hier tue, sehr gefährlich. Aber Angst steht der Liebe diametral gegenüber. Liebe heißt Vertrauen. Und ich vertraue einfach darauf,
dass der Mensch, wenn er sich als Mensch erkannt hat, mit diesem Wissen umzugehen weiß. Also fangen wir an. Die Ermittlung des Bankkontos über die Sozialversicherungsnummer. Alle hier genannten Daten sind aus dem Rentenversicherungsgesetz bzw. Sozialgesetz und die Berechnung ist korrekt. Zunächst sehen wir uns die Sozialversicherungsnummer an. Die finden wir auf dem Sozialversicherungsausweis hier oder auch hier oder seit 2011 wird einem vom Sozialversicherungsträger auch ein Schreiben zugeschickt, wo diese Nummer aufgeführt ist. In unserem Fall ist es jetzt hier diese Sozialversicherungsnummer 65 18 05 39 W001. Wie setzt sich diese Sozialversicherungsnummer zusammen? Hierzu entschlüsseln wir diese Nummer. Die erste und zweite Stelle ist der Regionalträger, in unserem Fall die Nummer 65. Die dritte bis achte Stelle ist das Geburtsdatum, Tag 18.05.39. Die neunte Stelle ist der Geburtsfamilienname. Der Buchstabe wird später noch durch zwei Zahlen ersetzt. Also in unserem Fall ein W für Wimmer. Die zehnte und elfte Stelle ist die Kennung für Jungen oder Mädchen. Bei Jungen 00 bis 49 und bei Mädchen 50 bis 99. In unserem Fall handelt es sich um einen Jungen, daher können wir erkennen hier an der 00. Die zwölfte Stelle ist die Prüfziffer, die belegt, dass die Sozialversicherungsnummer mit dem Sozialversicherungskonto korrekt ist. In unserem Fall ist es hier die 1. Jetzt betrachten wir uns die erste und zweite Stelle. Wo ist der Sitz des Regionalträgers für diese Nummer 65? Dazu schauen wir hier in die Tabelle A. Die 65 ist hier nicht aufgeführt. Wenn der Regionalträger nicht aufgeführt ist, dann subtrahieren wir einfach 40 von der Zahl und erreichen somit unseren Regionalträger. Im Fall von Berlin war es die 65 minus 40 ergibt die 25. Also unser Regionalträger in dem Fall ist Berlin. Jetzt müssen wir noch für den Buchstaben in der Sozialversicherungsnummer die erforderliche Zahl ermitteln und einsetzen. In unserer Sozialversicherungsnummer ist der Buchstabe W enthalten. W hat den Zahlwert 23 in dieser Tabelle. Unsere Sozialversicherungsnummer lautete bis jetzt 65 18 05 39 W001. Der Buchstabe W wird durch die ermittelte Zahl 23 ersetzt. Jetzt heißt die Nummer korrekterweise 65 18 05 39 23 001. Hier stellen wir unsere Nummer jetzt in die Kontenberechnungstabelle ein. Die Nummer 65 18 05 39 23 001. Das ist ein Bankencode nach Modulo 10, gewichtet von links nach rechts. Die Sozialversicherungsnummer tragen wir hier in diese Tabelle ein, das Bankenmodul direkt darunter. Und nun gehen wir hin und multiplizieren die 6 mal 2 ergibt 12. 5 mal 1 die 5, 1 mal 2 die 2, 8 mal 5 40, 0 mal 7 0, 5 mal 1 5, 3 mal 2 6, 9 mal 1 sind 9, 2 mal 2 sind 4, 3 mal 1 sind 3, 0 mal 2 sind 0, 0 mal 1 sind 0. In der Zeile B haben wir jetzt die Summe. In der Zeile C bilden wir die Quersumme aus Zeile B. 1 plus 2 sind 3. 5 ergibt 5, 2, 4 plus 0 ergibt 4, 0, 5, 6, 9, 4, 3, 0, 0. Hier haben wir das Gesamtergebnis aus der Quersumme. 3 plus 5 sind 8, sind 10, sind 14, sind 19, 25, 34, 38, 41. Die 41 teilen wir durch 10. Ergibt 4,1.
Der Rest hinter dem Komma ist eine 1. Hiermit ist festgelegt, dass die Prüfziffer in der Sozialversicherungsnummer, die Nummer 1, korrekt ist und über einen Bankencode ermittelt wird. Das hier war unsere Prüfziffer. Wenn also eine Sozialversicherungsnummer mit einem Bankcode zur Prüfzifferberechnung ermittelt wird, so ist die Sozialversicherungsnummer eine verdeckte Kontonummer. Jetzt ermitteln wir das Konto bei der Sparkasse Frankfurt am Main. Dazu benötigen wir die Bankdaten wie BIC-Nummer und Bankleitzahl der Bank. Diese hatte ich zuvor übers Internet ermittelt. Zuständig ist hier für uns die Sparkasse Frankfurt am Main. Der BIC-Code ist HELADEF1822. Die Bankleitzahl ist die 500, die 50, 201. Wir lassen nun die ersten beiden Nummern des Regionalträgers entfallen, da diese keine Bedeutung für das Konto hat. Unsere Nummer war bislang 65 18 05 39 23 001. Die neue Nummer ist jetzt die 18 05 39 23 001. Wir lassen auch die 1 am Ende weg, weil dies nur die Prüfziffer der Sozialversicherungsnummer ist. Jetzt heißt unsere Nummer 18 05 39 23 00. Banknummern in Deutschland sind immer zehnstellig. Unsere Nummer ist jetzt zehnstellig. Jetzt starten wir im Internet den IBAN-Rechner unter folgendem Link: ibanrechner.de. In diesem rechten Feld wählen wir hier als Land Deutschland aus. Hier tragen wir nun die Bankleitzahl ein, die 500 50 201. Hier drunter tragen wir jetzt die 18 05 39 23 00 ein. Und dann klicken wir auf IBAN berechnen. Wir sehen, dieser Bankcode existiert. Die Prüfziffer in der Kontonummer stimmt. Hier haben wir die neue IBAN-Nummer. Diese IBAN-Nummer, die kopieren wir uns. Nun gehen wir und überprüfen die IBAN unter diesem Reiter hier. Wir geben hier unsere neue IBAN-Nummer ein und prüfen sie. Voilà! Hier hast du nun die IBAN. Die Bankleitzahl ist korrekt, die Kontonummer ist korrekt. So wird Geld in die Welt gesetzt. Staaten sind nichts anderes als private Unternehmen, die von Geschäftsführern geleitet werden, verwaltet werden und die dich, den Menschen, ausnehmen, um sich selber ein schönes Leben zu erstellen. Sie wählen Personen aus, die die Menschen verwalten sollen. Personen, die sich bestechen lassen in den Verwaltungen, indem sie besondere Vorzüge haben. Chefarztbehandlungen im Krankenhaus, besonders gute Konditionen, zum Beispiel beim Auto oder beim Hauskauf oder wenn man Kredite benötigt. So werden die Menschen in den Verwaltungen benutzt, um ihre Mitmenschen am Boden zu halten, unten zu halten. Das ist das perverse Spiel dahinter. Nun siehst du, lieber Hartz-IV-Empfänger, welchen Wert das Geld tatsächlich hat. Du bist nicht weniger wert als der reichste Millionär in diesem Land. Nun siehst du, Verwaltungsangestellter, dass du dich hast billig kaufen lassen, um deine Mitmenschen zu drangsalieren. Und nun siehst du, Millionär und Firmenchef, dass alles, was du dir glaubst erarbeitet zu haben, auf Lug und Betrug basiert. Das Geldsystem funktioniert nur, indem man andere Menschen ausnutzt, belügt und betrügt.
Wie geht man jetzt mit diesem Wissen um? Wichtig ist, dass dieses Wissen sehr, sehr schnell verbreitet wird. Denn die Struktur, die im Hintergrund ist, die möchte ihre Macht behalten. Und sie ist bereit dafür, wiederum mal Kriege zu führen. Wie es in der Vergangenheit immer und immer und immer wieder getan worden ist. Es liegt also an uns Menschen, wie schnell dieses Wissen jetzt um die Welt geht. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Menschen, nicht in die Personen. Wenn der Mensch sich als Mensch erkannt hat, hat er die Möglichkeit, diese Welt vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen.